Und wir sind im dritten Part angekommen, ja, irgendwie, keine Ahnung. Die Aufnahme wurde wieder beendet, aber wir sind im dritten Part. Und wir sind... Oh ja, es geht der Zeit, Leute. Wir machen weiter, Leute. Die Action geht weiter für euch. Egal wie viele Parts kommen, ich sage alles hoch, dass ihr alles seht. Aber es geht hier weiter. Hashtag Intercontinental Title. Schreibt es in die Kommentare, wenn dieser Part hier schon beginnt. So, was kommt jetzt von Owens? Und... DDT! Und das könnte jetzt die Titelverteidigung gewesen sein. Eins. Nein. Also, davor habt ihr doch gesehen vorhin. Der Ref hat nicht das Bein gesehen, der hat das Bein auf die Seite gelegt. Aber der Ref hat es nicht gesehen, aber da kommt nochmal ein Ritual raus. Oh. Zum Titel gewinnen, das war's doch. Kevin Owens kommt da nicht mehr raus. Doch. Doch, er kommt immer raus. Ey. Da hat er sich ein bisschen an Sting erinnert. Und with one, with one, with one. Es ist all neu. Und die Clothesline. Und was hat KO, jetzt vor? Was hat Kevin Owens vor? Nein, der Frog Splash, nein! Aber der geht daneben. Der Frog Splash. Ging nicht ins Ziel. Und Swan. Swan rollt hier den Schaumbein aus Kevin Owens vom Haus. Und der Kick. Und was hat Kevin Owens jetzt vor? Oh, der Dropkick, nein! Und wieder der Kick. Und was war das? Oder? Which one? Oh, which one? Oh! Der kommt jetzt zurück ins Match. Und der Kick! Ist es das Ende? Für Kevin Owens! And the shoulders up. Nein. That's a kick out. Nice. Kevin Owens. Das war jetzt nochmal eins. Oh, da gibt's ein Headbutt. What a reversal. Oh, he missed. Oh, which one? Was hat Kevin Owens? Oh, oh. Oh, oh. Was ist die? In die Powerbomb! Aber da waren die Arme und das hat der Webster gesehen. Die waren in der Seite. Ich glaube, das Frog Splash. Das Frog Splash. Sein Frog Splash ist ein Super. Oh, oh, ich tue Konter. In die Close, nein. Das sind nicht nochmal die. Und jetzt gibt es die Power. Aber diesmal gibt es keine Seile für Witch One. Die Powerbomb! Eins! Das ist die Titelverteidigung! Nein! Nein, das ist nicht die Titelverteidigung! Witch One kommt nochmal so raus! Kevin Owens kann es nicht glauben, ey! Ein Schlag! Leute, Schlag, nein! Das kommt auf Witch One aus! Which one? Death Book. Takes to the air. Frog Splash. This might be. Devil for Owens. And the shoulders up now. Nein, nein, nein. Nice. Das reicht nicht, weil Kevin Owens zu besiegen. Was kommt jetzt? Which? Swan Death Book. Was hat er vor? Leute. Oh. Wir. Leute. Leute, wir haben eine neue. Ich glaube, wir haben eine neue. Intercontinental Champion. Championship on the line. And a kick out. Nein! I thought this one was all over, King. You can see the frustration has begun to set in. Das gibt's doch nicht. Wir waren uns sicher, dass wir jetzt einen neuen Intercontinental Champion haben. The champ just one step quicker. Und nicht noch. Was? Der hat nochmal. Der hat doch mal einen Bock, oder? Und die Powerbomb! Without question, there's no doubt about how prestigious
The Intercontinental Championship is here in the WWE. Was hat You're right about that, Cole. It's one of the most prestigious titles in WWE history. I mean, it's all about the incomparable Pat Patterson. And right here today, these guys are going to go all out to try to become the Intercontinental Champion. Oh, Kevin Owens, zum Tage Sprünge. Kevin Owens hat auch mal Bock. He's bringing it back inside the ring now. I can't blame him. Keep it in the ring. Und guck dir Kevin Owens an. Der sagt dir, ich feier mir noch eine Runde. Ruhig, zwar liegt da, der bewegt sich nicht mehr. Der krabbelt sich. Again, this one's for the most coveted prize in sports entertainment. The WWE. Oh, da geht es in die Seile. That's what it's all about. The WWE. Papa Powerbomb. Oh, das war's. Schönes Match, ne? Also beide haben alles gegeben wieder. Und da, nachdem die Aufnahme verloren ging oder abgebrochen wurde, haben wir da mal gesehen, der Kickout. Und dann dieser DDT. Und dann der Konter hier nochmal. Und da wäre es fast gewesen, ey. Guck mal, guck mal an hier. Das war so knapp, 2,9 glaube ich, war das. Und dann Kickout hier. Und dann hier. Dann doch, wir haben noch einen neuen Champion hier. Der Fox Splash. Der Kickout von der Runde. Und dann das Ende. Und. Aber wie geht das? Wie geht's überhaupt jetzt? Ist Kano so fit nach diesem Finisher, wo ich es gezeigt habe vorhin? Nachdem er dann nochmal rauskommen ist, wenn er auch ganz fit ist. Dieser Move war nicht ganz gesund. Believe it or not, that's just the beginning, folks. Stay tuned for more great action. Weil wir müssen noch bedenken, dass er so sein Titel verlieren könnte, weil er nicht mehr weitermachen kann und nicht mehr ein Match bestreiten könnte. Jetzt sehen wir eine Promo. Und Big Cass hat was zu sagen und Yuri hat uns auch was zu sagen. Das wird ein Match. Da bin ich mal gespannt, ob Big Cass das auch heute schaffen könnte. Aber wir sind mal gespannt, was uns Big Cass. Ja. Was hat uns Big Cass zu sagen? Und Leute, es ist Zeit. Juri macht die Probe und ich lese euch vor, was Big Cass uns und euch zu sagen hat. Und ich hoffe nicht, dass er über die Stadt redet oder sowas. Big Cass! Wisst ihr, was mich richtig auf die Palme bringt? Nicht die Anerkennung zu kriegen, die ich verdiene. Ihr wisst ja, dass ich der beste Athlet bin, der je in diesen Ring gestiegen ist, Leute. Trotzdem kämpfe ich immer weiter, um mich immer wieder zu beweisen. Und dafür bin ich mir eigentlich verflucht und nochmal zu schade. Also präsentiere ich euch heute mein WWE Superstar Manifest. Okay, die Cass macht eine große Andeutung. Lasst mich euch was fragen, Leute. Bin ich aktuell der beste Superstar der WWE? Und bin ich nicht ohne den Hauch eines Zweifels ein Anwärter auf die Hauptkämpfe? Sehe ich genauso. Und trotzdem werde ich weiter von denen da oben ignoriert. Das wird genau hier ein Ende finden. Und zwar sofort. Big Cass behauptet, dass er der beste WWE Superstar ist. Genau. Ob er mit dem Titel oben steht oder nicht. Sind wir doch mal ehrlich. Ich habe mit Abstand das meiste Talent im Roster der WWE. Ich bin ein Monster im Ring. Ich sehe gut aus. Ich kann besser tanzen als jeder andere in der Umkleide. Okay, wie kannst du? Ich erzähle die besten Witze. Ich mache geniale Käse-Sandwiches. Hä? Moment, worauf wollte ich nochmal hinaus? Also, wie kannst du? Ah, jetzt kommt Picasso. Es ergibt keinen Sinn für diese Unternehmen,
ein Vollblut wie mich anzustellen, während die Amateure im Rampenlicht stehen. Alle hier wissen, dass ich das Zeug dazu habe, Geschichte zu schreiben. Es geht nur noch darum, eine Chance zu bekommen. Und wenn man sie mir nicht gibt, dann werde ich sie mir eben nehmen müssen. Und zwar den Titel. A fan favorite. Ich werde nicht länger der Superstar sein, der zufrieden damit ist, jede Woche als ein namenloses Gesicht unter vielen hier rauszukommen und brav seinen Auftritt abzuliefern. Das überlasse ich den weniger talentierten Leuten im Roster. Mein Talent überstrahlt das jedes einzelne Superstar in dieser Umkleide dort und ich bin gerne bereit, mich notfalls mit ihnen allen anzulegen, um einen unanfechtbaren Beweis dafür zu liefern. B-Cass hat uns eine schöne Promo geliefert. Also, was B-Cass uns klar machen möchte, er will heute und er wird auch heute die Show als WWE Universal Champion verlassen. Aber da sind auch noch andere Leute drin und über die. Über einen haben wir schon gesprochen, das war Dean Ambrose, unser Universal Champion. Und die anderen zwei kommen wir noch. Können wir noch später drüber reden. Aber jetzt. This is gonna be good. We have the New Day versus American Alpha. Was willst du machen? When these two teams go head to head, anything can happen. Acid. Okay, dann machen wir hier eine kleine Pause. Ich glaube, das ist schon der dritte Part, ja. Der dritte Part, nicht schlimm. Im vierten Part sehen wir dann ein Elimination. Und zwar in einem Elimination Tag Team Title Match. Nicht Title Match, sondern in einem Elimination Tag Team Match. Es geht nicht um die Champions, weil New Day wird heute nicht verteidigen, sondern es wird ein Simple Elimination Tag Match. Und wir sehen uns im vierten Part. Das war's für heute. Bis im vierten Part, Leute.